Hallo und herzlich willkommen zu Guild of Dungeoneering im Adventskalender 2017. Wir starten einfach mal direkt. Guild of Dungeoneering ist ein Spiel, was wir so bisher noch nicht hatten im Kalender. Das ist so eine Art Kartenspiel, Dungeon Crawler. Ich baue mir eine Stadt Spiel. Genau, also das ist im Grunde die Basis, die wir haben. Da habe ich auch schon ein paar Gebäude drin aufgebaut. Zum Beispiel da links den Friedhof, der ist auch neu. Weil Leute gestorben sind, dafür brauche ich nämlich einen Friedhof, um die irgendwo zu begraben, nämlich Nonat und Aeufe. Und Neufe hat sogar schon 4 Runs gemacht und dabei 214 Gold verdient und 14 Leute getötet. Aeufe war nicht so effektiv, die hat. Wobei, die hat auch ein paar Leute getötet, aber war nicht so erfolgreich. Gut, was kann man jetzt hier machen auf diesem Bildschirm? Man kann gucken, welche Dungeoneerer man hat. Ich habe im Moment nur Geo. Man kann seine Gilde erweitern. Das ist hier mit so Gebäuden. Da komme ich gleich zu, weil ich habe gerade kein Geld, um irgendwas zu kaufen. Und man kann Exploring gehen. Das machen wir jetzt. Genau, das hier war so ein bisschen die Tutorial-Mission, kann man sagen. Und jetzt kann ich halt nach da oder nach da. Das hier ist Goblins. Die erste Mission habe ich schon geschafft. Quest 1, Goblin Menace. Jetzt ist Quest 2 Orks, ne? Besiegt den großen Ork. Das machen wir. Hier unten können wir uns so einen Start-Bonus sichern. Da habe ich im Moment nur einen, nämlich dass ich bei den ersten 2 Kämpfen mehr Loot bekomme. Na, das erkläre ich gleich. Gut, genau, dann Dungeoneerer leveln ab und kriegen mehr Herzen, wenn sie Monster besiegen. Genau, okay, wie funktioniert das Spiel jetzt? Also das ist mein Dungeoneer, den steuere ich aber selber überhaupt nicht. Was ich mache, ist den Dungeon bauen. Und je nachdem, wie ich den baue, bewegt er sich. Also er möchte im Grunde Geld. Das heißt, wenn ich irgendwo Geld hinpacke, dann geht er auf jeden Fall hin. Da oben ist der Boss. Das ist der Ork Warlord. Der hat 11 Herzen, eine Menge. So, und wie viele Herzen haben wir? Genau, wir sind so ein Chump, also wir sind so eine Nichtsklasse quasi, einfach so ein Trottel, kann man sagen. So, dann baue ich jetzt hier einfach erstmal einen Korridor hin, weil wir müssen uns ja irgendwie bewegen können. Und da stelle ich jetzt einen Gegner rein, einen Goblin oder lieber eine Spinne. Nehmen wir mal so einen Goblin. Genau, und jetzt könnte ich noch mehr Sachen bauen, muss ich aber gar nicht. Also bis zu eine Karte mehr, ich darf maximal 3 Karten spielen. Aber ich lasse es einfach erstmal so und beende meine Runde. Und er bewegt sich jetzt dahin, weil er muss sich auch bewegen. Und jetzt der Kampf, wie funktioniert der? Also ich habe ein Deck und der Gegner hat ein Deck. Und man spielt abwechselnd immer Karten. Ich sehe, was der Gegner spielt. Er spielt Anger, damit macht er mir einen Schaden, das ist diese Faust. Aber er zieht sich auch selber ein Herz ab. Und ich habe diese 3 Karten zur Auswahl. Also entweder auch einfach nur einen Schaden machen oder das ist Blocken. Und ich nehme jetzt Blocken, weil damit blockiere ich den Schaden, den er mir machen würde. Aber er zieht sich trotzdem Schaden ab. Macht eine Kopfnuss, das sind 2 Schaden an mir, aber er zieht sich auch selber ein Herz ab. Dann komme ich jetzt mit meinem Lucky Hit, das sind 2 Schaden. So, das ist jetzt 3 Herzen gegen 2. Er macht einen ganz normalen Schlag, dann mache ich auch einen. So. Genau, jetzt muss ich aufpassen, jetzt muss ich auf jeden Fall das Schild spielen, weil er macht mir 2 Schaden. Sonst wäre ich tot. So, und jetzt ist er tot. Ich habe gewonnen, ich habe ein Level Up. Das heißt, ich habe ein Herz maximal mehr. Und ich habe jetzt die Auswahl von 4 Loot-Items. Und normalerweise kriegt man nur 3 zur Auswahl immer. Aber ich habe hier dieses eine einen Bonus, darum habe ich jetzt 4 zur Auswahl. Und oben sieht man immer, was man für Karten in sein Deck bekommt. Also die Ausrüstung, die man hat, gibt einfach neue Karten. Zum Beispiel, das ist ein Twig, also so ein Stock als Waffe. Da kriege ich einen Bash, also ich mache einen Schaden und block gleichzeitig. Hier habe ich eine Papierkrone, da heile ich mich für jede Runde, die ich damit blocke. Also nur eine. Der Helm gibt mir einfach nur ein Leben mehr. Und die Forke gibt mir einfach einen Angriff mit 2 Leben. Ich finde den Twig nicht schlecht, diesen Bash. Gleichzeitig Schaden machen und einen Schaden blocken. Ist nicht schlecht. Na, man könnte auch das hier unten machen, einfach nur Gold nehmen. Aber das ist am Anfang nicht so toll. Und genau. Jetzt habe ich wieder neue Karten bekommen. Das hier sind, da oben steht die Stufe von den Gegnern. Die Skorpione sind Stufe 3, die sind ziemlich krass. Also, gegen die würde ich jetzt nicht unbedingt kämpfen. Hier unten ist ein Raum. Der kann gut oder schlecht sein. Da ist nämlich so eine Pflanze drin. Ich pack den mal dahin. Okay, das ist was Schlechtes, wenn das rot ist. Das heißt, da will ich nicht hin. Das heißt, ich mach mal so. Dann gehen nämlich die Füße da auch weg. Und ich mache hier noch eine Ratte hin. Genau. Weil die ist Stufe 1. Genau, wenn man einen Gegner besiegt, kriegt man Erfahrung und levelt. Wie das jetzt genau ist, also wie viel man besiegen muss für ein Level, weiß ich gar nicht. Tatsächlich, steht auch irgendwie nirgends, aber einfach kämpfen.
Genau, was macht er? Dieses Symbol hier unten mit dem durchgesprochenen Schild heißt, man kann die Wunde nicht blocken, auf keinen Fall. Also es macht jetzt keinen Schild, Sinn, den Bash zu spielen. Das wäre nur ein vertanes Schild. Darum mache ich einfach einen ganz normalen Angriff. Wenn wir sehen, wir haben schon eine erhöhte Wunde, das heißt, das passt. So, Neurotoxin. Er macht eine Wunde und wenn die erfolgreich ist, die Wunde, dann müssen wir eine Karte abwerfen. Jetzt ist halt der Bash geil, weil wir machen einen Schaden und wir blocken seine Wunde. Jetzt macht er einfach nur einen Claw. Ist nicht schlimm, dann mache ich einfach einen Lucky Hit. Ein bisschen Schaden nehmen. Also wie gesagt, ihr habt ja gesehen, man heilt sich mal komplett nach jedem Kampf. Ja. Das war jetzt ein recht einfacher Kampf, aber es war ja auch ein Level 1 Gegner, die Ratte. Also. So, was haben wir jetzt hier? Ein Holzstuhl. Genau, da steht auch im Text, was man bekommt. Also Crush ist so draufhauen. Stupidity ist Dummheit. Das ist diese Karte hier oben, direkt über der Maus. Die macht einfach gar nichts. Also die ist nicht gut, tatsächlich. Aber die anderen Sachen sind gut. Ne? Und Armor 1, das ist oben der Repel. Der wird 3 Angriff blocken. Dann haben wir ein Holzschild. Da würden wir nur Repel kriegen. Wieder die Papierkrone. Und den Arcane Wand. Das Doofe ist, wenn wir den nehmen... Ne, seht ihr oben, diese 2 Karten würden wir kriegen, die sind ganz cool, aber wir würden unten die Karte verlieren, weil das ist nämlich auch eine Waffe, da steht da unten Weapon, Kopf, also das sind die einzelnen Slots, darum werde ich den jetzt nicht nehmen. Nur kurz noch als Erklärung, oben die Schadenssymbole sind jetzt blau, das macht deshalb Sinn, weil es Magieangriff ist. Es gibt physische Angriffe und Magieangriffe und nicht alles blockt alles, ne? Zum Beispiel von Repel oben, diese 3 Schilder, die sind rot, das heißt, die blocken auch nur physischen Angriff und nicht magischen. Ich glaube, ich nehme jetzt tatsächlich den Stuhl. Auch wenn wir die Stupidity bekommen, aber das ist nicht so schlimm. Oh, wir haben ein Game, das ist sehr cool. Ja, das ist, genau, ich mach mal da den Raum hin. Dann mache ich den Rattenmann da rein. Und dann schicke ich, wenn ich jetzt da den Game hinmache, wird er nämlich auf jeden Fall dahin gehen. Und der Game ist gut, weil er gibt uns am Ende des Levels, also nach dem Run quasi noch mehr Gold. Dann können wir unsere Gilde besser ausbauen. Genau, der Rattenmann... Ja, der macht einfach eine Wunde, die ich nicht blocken kann. Dann mache ich einfach meinen Lucky Hit. Das ist auch so eine Karte, seht ihr unten, Jump. Also das ist eine Karte von meiner Klasse, damit startet man. Jetzt macht der Enger und das ist jetzt richtig cool im Bash. Denn jetzt blocke ich seine Wunde. Er zieht sich selber noch eine Wunde ab und ich greife ihn an. Also. Genau. Also wie gesagt, das war jetzt auch so ein leichterer Level 2 Gegner. Das läuft schon. Okay, der ist natürlich krass, der Angriff. Der blockt nämlich sogar und 2 Wunden. Aber mit Slam kann ich 2 Wunden machen, die durch Schilde durchgehen. Ist er dann auch tot. Jetzt habe ich ein Level abbekommen, jetzt bin ich Stufe 3 und ich habe ein Leben bekommen. Und wie ihr seht, ich habe nur 3 Items zur Auswahl, das ist halt normal, eigentlich Standard auch. Okay, jetzt habe ich ziemlich gute Sachen. Genau, unten steht auch immer, was ist, also ne, C heißt Common, also das ist so ein normales Item. Es gibt noch Uncommon und Rare, also so richtig gute Items und legendäre glaube ich auch. Aber die kriegt man erst ganz spät im Spiel. Und da ist die Stufe, also Level 2 Items alles, also das ist gut. Genau, der Stiletto, da würde ich meinen Slam abgeben. Genau, oben das Swift bei Shift, dieser Blitz, das ist ein Schnellangriff. Das heißt, die Karte wird gespielt vor der Gegnerin. Das heißt, wenn der Gegner noch ein Leben hat und ich, und wir greifen uns beide an und ich spiele so eine Blitzkarte, dann greife ich zuerst an. Das heißt, er ist tot und ich lebe noch. Genau, die Rüstung ist cool. Wir kriegen plus ein Leben. Wir kriegen Counter, was ein netter Angriff. Das Doofe ist, wir kriegen schon wieder Stupidity. Das heißt, wir hätten 2 Karten im Deck, die nichts machen. Das ist natürlich ein bisschen doof. Darum nehme ich, glaube ich, diesen Kochtopf. Der hat nämlich den Fireblast und den Smash, der extrem cool ist. Also. Weil zweimal Stupidity ist, ne, wenn man dann zweimal was hat, womit man nichts machen kann, das kann schon echt doof sein. So, was haben wir jetzt für Gegner? Banditos. Der hat Loner als Trade. Das ist minus ein Herz, if in a dead end. Okay. Ah, okay, das ist natürlich cool. Das heißt, wenn er in einer Sackgasse kämpft, der Gegner, ja, also in einem Raum, wo es nicht weitergeht, dann hat er ein Leben weniger. Und was machen die Eulen? Die haben Furry. Genau, die machen einen Schaden mehr, wenn sie die Hälfte des Lebens haben oder weniger. Genau, und da stehen auch mal die Traits, also Armed, Nature und Feral. Also das sind so die Karten, die sie dann haben. Ne? Der ist einfach nur Armed. Der wird viel physischen Schaden machen, da habe ich jetzt einiges gegen. Ich denke, das ist nicht schlecht, dann gegen den zu kämpfen. Und ich packe da halt auch das Gold hin, damit ich da auch hingehe. So. Ja, das ist eine Goldpouch. So. Das sind beide Level 3. Sollte eigentlich klappen, wenn ich jetzt nicht... Genau, er spielt auch so eine Karte, die durch Schild geht. Dann mache ich auch meinen Slam. Dann hauen wir uns einfach beide erstmal ein bisschen runter.
Wow, der Swipe ist krass. 3 Schaden und 2 Blocks. Mein Feuerblast, der geht durch seine Schilde durch. Aber ich habe extrem wenig Leben. Dammit. Wenn ich jetzt gleich nicht eine gute Schildkarte habe, dann bin ich kaputt. Das muss ich jetzt aussetzen. Das muss ich jetzt blocken. In der Hoffnung, dass ich eine gute Karte kriege. Okay, der Rappel. Wenn der erfolgreich ist, der Angriff, dann muss ich eine Karte ablegen. Das ist natürlich doof, aber ich muss jetzt einfach machen. Trotzdem angreifen. Okay, ich habe Rappel abgelegt. Das war doof. Dann habe ich verloren, ja. Naja. Aber es hätte mich sonst auch nicht weitergebracht, wenn ich jetzt mit Rappel geblockt hätte, denke ich. Genau, jetzt ist hier diese, ne, was kriege ich von Geld für die Map Explored, für Monster getötet und für Loot und Gear kriege ich was. Das sind 20 Gold. Genau, das sind Manage Blocks, das Equipment, das Grand Slam, ja. So, jetzt haben wir einen neuen Dungeon hier, also immer wenn einer stirbt, kommt ein neuer. Das ist auch wieder ein Champ. Genau, was wir jetzt machen können, ist aber, wir haben 62 Gold. Das ist gut, weil man braucht 50, um die Gilde zu erweitern. Und jetzt können wir uns mal eine neue Klasse holen. Zum Beispiel den Cat Burglar, der ist in der Hidden Den. Den Bruiser, der ist in der Training Arena. Den Mime, also den Pantomime. Den Magier Apprentice. Wir nehmen mal den Bruiser. Genau, click for details. Genau, das sind seine Startkarten. Also Oi Oi, wie magst du das? So ein Schildblock und sogar 2 Magierblock und 2 Block. Und er hat Spiky. Das ist richtig cool. Wenn ich einen Angriff komplett blocke, kriegt der Gegner einen Schaden. Also die Klasse, wie ihr seht, die ist schon gut einfach. Also als Startklasse auch ein bisschen besser als der Champ, der kann halt nichts. So die Klassenräume, die baue ich einfach mal nach Norden. Und jetzt haben wir nämlich auch den neuen, neuen Dungeon hier. Da kann man sich jetzt halt immer auch aussuchen, mit welchen man kämpft. Wenn man mit einem auch schafft, einen Dungeon Run und überlebt, ist gut, weil er kriegt dann Battle Scars. Die sind, das kam auch erst mit dem Update rein, die waren ganz am Anfang vom Spiel gar nicht drin. Das sind so Kampfwunden, das heißt, man hat so einen, ja, man kriegt einfach mehr Startkarten. Das kann aber auch, also wenn man so 3 oder 4 hat, ist es auch, also ich hatte mal eine Verzauberung, die war eher schlecht. Das war nämlich, dass sofort am Anfang vom Kampf ich und der Gegner anfangen zu brennen. Das bedeutet, ich und der Gegner haben jede Runde einfach einen Schaden genommen. Das ist halt, ja, cool, aber kann auch kacke sein, wenn man eher so spielt nach dem Motto, ich blocke auch mal ein paar Angriffe und so, weil dann kriegt man trotzdem die ganze Zeit Schaden. Also. Genau, das ist mein Dungeoneer, super. Jetzt gehe ich exploren. Vielleicht gehen wir einfach mal irgendwo anders hin, weil das Level 2-Ding ist natürlich ein bisschen schwerer. Gehen wir jetzt mal hier, die Chest Full of Treasures. Also ganz viele Schatz gibt es hier, Lovely Loot. Ist schon eine nette Quest. Gehen wir mal da hin mit dem Bruiser, auch mit dem neuen. Ja, ja, man soll sich nicht verzagen, wenn mal was schlecht läuft. Genau, und oben genau steht immer auch die Aufgaben, also da oben. Ich muss 2 große Kisten sammeln, das ist hier meine Aufgabe. Die ist halt da und da. Das ist eine Statue of Decay, das ist doof, die will ich nicht. Die wird mich nämlich im nächsten Kampf schwächen. Darum gehe ich jetzt dahin erstmal. Und schau mal, dass ich hier so eine Runde nach oben mache. So, gegen diese Spinne. Dann gehe ich erstmal schön hier einen Angriff blocken. Und genau, und er kriegt jetzt Spiky. Ich weiß gar nicht, warum er jetzt 3 Wunden bekommen hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe doch nur eine gemacht und mit Spiky. Scary Spider takes 2 Damage. Ah, die ist frail. Physischer Schaden macht immer bei ihr 2 Schaden gegen die Scary Spider. Okay, das wusste ich nicht. Okay, sie macht jetzt einen Magieangriff, den kann ich auch nicht blocken und damit heilt sie sich um eine Wunde. Aber was macht's? Ich mache ihr 2 Wunden Schaden mit dem physischen. Es wird dasselbe wieder passieren. Ja gut, dann heilt sie sich natürlich wieder. Aber sie ist jetzt eine Wunde vom Tod, also. Ich mache einfach eine Wunde, die durch physische durchgeht, ja, dann überlebe ich und sie ist tot. Genau. Und das regt das Level ab, also wenn man Level 1 Gegner besiegt, meistens hat man sofort das Level ab. Da kriege ich Swift, damit könnte ich mich heilen. Aha, das sind magische Sachen. Legt das Schild, Swift ist das nämlich. Es ist nicht schlecht, wenn man. Und man zieht eine Karte, was auch cool ist. Aber hier kann man auch eine Karte ziehen. Hier mal das.
Genau. Jetzt hoffe ich, dass ich hier irgendwie rauskomme, aber es sieht gut aus. So. Dann packe ich da den Imp hin. Und hier sowas. Dann kann ich nämlich gleich hier nach oben wieder, weil ich will nicht unbedingt bei dieser Pflanze vorbei. Weil Decay ist eine negative Verzauberung im nächsten Kampf. Das macht, glaube ich, dass ich irgendwie weniger Schaden mache. Auf jeden Fall. Und genau weiß ich es nicht immer. Genau, das Ding ist eine Nachteule, da hätte ich auch noch achten können. Er startet mit einem Leben weniger, wenn er bei 5 Tiles surrounded ist, also das Plättchen, wo er ist, wenn das von 5 Sachen surrounded ist. Also das ist natürlich auch nicht schlecht, wenn man immer auf solche Sachen achtet. Ich mache jetzt mal den Mindstrike, dann kann ich danach noch eine Karte ziehen. Habe ich nämlich jetzt 4 Karten zur Auswahl. Oh, jetzt macht er doppelt Angriff, ne? Cool, sind 2 Wunden. Muss ein bisschen aufpassen. Okay, er hat Stupidity, also er macht nichts, das ist... genau das, was ich jetzt brauche. So, mal gucken, was er jetzt zieht. Ah, schon wieder dasselbe. Dann habe ich natürlich gewonnen. Das ist gut. Ja. Dann war schon ein bisschen knapper wieder. Was haben wir jetzt? Den Soldatenhelm kriege ich einfach ein Leben. Genau, das ist wieder das. Das ist, ne, das will ich nicht abgeben. Oh, das ist super. Also, ne, Rekindle, dann mache ich einen Magieangriff und heile mich um 1. Und Fokus ist, mein nächster Magieangriff wird plus 1 Schaden machen. Ich heile mich direkt um ein Leben und ich ziehe eine Karte. Also das ist ganz cool. Na, jetzt möchte ich da weiter. Ja, was macht der Ghost als Traits? Einmal Tennisches. Genau, den kann ich nur töten, wenn er am Anfang der Runde noch ein Leben hat. Also wenn er zum Beispiel 2 Leben hat, kann ich ihn nicht direkt töten. Und Nachteule ist schon wieder, wenn er von 5 Teils surrounded ist, dann hat er weniger Leben. Aber ganz ehrlich, dann mache ich jetzt da den Korridor hin. Das dahin. Das dahin und jetzt gehe ich einen weiter einfach. Weil wenn ich jetzt nochmal so eine Nachteule habe, oder er jetzt, wenn ich ihn dahin packe, dann 1, 2, 3, 4, 5, ist er auf jeden Fall surrounded von so vielen. Dann startet er mit dem Leben weniger. Das ist schon mal ganz cool. Ja, und das passt da perfekt rein. Das ist gut. Und, genau, jetzt nur 4 Leben anstatt 5. Und das ist super. Weil der war doch ein bisschen gefährlich, weil der teilweise auch 2 Schaden gemacht hat und... genau das hier, das ist nicht schlecht. Jetzt macht halt, jetzt habe ich da diesen Buff, dass mein nächstes magischer Angriff mehr Schaden macht. Genau, und jetzt kann ich halt zum Beispiel Rekindle machen, jetzt mache ich dann 2 Schaden. Und bin komplett geheilt auch nicht. So, was habe ich hier? Eine Handaxt? Ja, da müsste ich aber eine Waffe abgeben. Ein Becher, ist auch doof. Und das ist auch nicht so toll. Also ich kann einfach zum Beispiel auch zeigen jetzt, und ich kann auch einfach Loot nehmen. Dann habe ich definitiv eine Goldkarte. Ein Skelett, was hat das? Brittle. Genau, wenn er mindestens 4 Schaden in einer Runde kriegt, dann kriegt er zusätzlich nochmal 2 Schaden. Genau, und er macht mehr Schaden, wenn er wenig Leben hat. Genau, da baue ich schon mal was an. Dann packe ich hier eine Goldcoin hin. Gegen wen will ich kämpfen? Gegen den Knoll oder das Skelett? Das Skelett hat sonst 8 Leben. Werde ich ihm einfach mal 4 Schaden zufügen. Habe ich eine Karte, die jetzt schon so viel Schaden macht? Nicht wirklich. Armed ist der auch. Dann gehe ich, glaube ich, lieber auf den Knoll. Wobei, der macht natürlich doppelten Schaden, wenn er unter 3 Leben ist, aber das kriegen wir, glaube ich, hin. Okay, Headbutt, das ist gut. Da habe ich gerade meine 2 Schilde. Dann kann ich die gleich beide bocken und er zieht sich schon mal Leben ab. Und er kriegt noch einen wegen Spikey. Ah, das darf ich nicht vergessen. Genau, Spikey. Oder mache ich jetzt mal Fokus. Dann macht mein nächster Angriff nämlich einen Schaden mehr. Neurotoxin. Das kann ich ja blocken. Und dann kriegt er ja auch wieder einen Schaden wegen Spikey. Ah ne, das habe ich nicht geblockt. Warum nochmal nicht? Ja, das ist ganz ehrlich nicht. Ah, weil er macht jetzt schon immer 2 Schaden mehr, weil er schon unter diesem Grenzwert ist. Cool, das ist gefährlich. Aber er wird jetzt nicht 3 Schaden machen, denke ich. Nein, nein, macht er nicht. Gut. Dann habe ich es geschafft. Aber oh, knapp. Knapper als es sollte. No Level Up. Was habe ich? Die Armbrust. Da müsste ich wieder Sachen. Die Klapp. Nein. Ah, dieses Ding für meinen Kopf. Ja, Magieangriff ist immer gut. Ich habe ja diesen Bonus für Magie jetzt. Das ist nicht schlecht. Na no, und dieser... Da ist auch eine richtige Sackgasse, also da wäre es gut, gegen den Bandido zu kämpfen. So, ich gehe jetzt nach da, ne? Nochmal so ein Gnoll.
das war's, dann gehe ich danach. Der Hund, der möchte jetzt auch auf jeden Fall schon jeder hin wegen der Kiste. Also die zieht ihn ja auf jeden Fall an. Er ist ja auch ein Schatzsucher. Genau, so, das sollte ich jetzt blocken, sonst muss ich eine Karte abwerfen. Wobei, die Karte ist doof, die will ich eh nicht haben. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht die andere abwerfen. Ne, gut. Dann passt das. Gut, dann blocke ich jetzt und heile auch eine Wunde. Und er kriegt einen Schaden wegen Spiky. Genau, die Headbutt, das kann ich jetzt auch hier mit blocken wieder. Und dann kriegt er einen Schaden und noch einen wegen Spiky. Also Spiky ist wirklich wichtig hier auszunutzen. Ich mache jetzt einen Schaden, blocke einen von ihnen. Und dann ist er tot, genau, weil er sich selber auch angegriffen hat. Oh, der Mailkopf, das sind plus 2 Leben. Aber wie ihr seht, ich kriege 2x Stupidity, also einfach eine Karte, die nichts macht. Das ist natürlich ziemlicher Scheiß. Skimitar. Ziemlich viel physisch. Aber warum nicht? Ich habe diesen einen Bonus für magische Sachen, das stimmt, aber. So, jetzt gucke ich, kriege ich hier eine Verbindung? Nein, da muss ich. Wir werden oben her. Ich bräuchte gleich so ein Verbindungsteil. Hoffentlich kriege ich das. Sonst muss ich oben her. Jetzt kämpfe ich diese Eule. Oh, da habe ich leider Nachteule nicht ausgenutzt. Cool, ist ziemlich stark. Naja gut, das geht einfach durch. Dann kann ich schon mal einfach angreifen auch. Lohnt ja nicht zu blocken, wenn ich eh das nicht blocken kann. Das kann ich jetzt aber blocken und heile mich dadurch auch. Das ist gut. Und er kriegt einen Schaden gegen Spike. Stimmt, das vergesse ich ständig. Dann mache ich nochmal das. Ab jetzt wird er 2 Schaden austeilen, weil jetzt sein Fury getriggert ist. Ne? Puh, 3 Schaden. Aber ich mache einfach einen Fire Blast. Einen Quick-Angriff. Ich greife zuerst an wegen dem Blitz. Das heißt, er ist einfach tot und greift gar nicht an. Und ich habe einen Level-Up. Das ist sehr cool. Oh, was ist das denn? Ein Warhorn. Mhm. Das ist gut. Was macht die Knochenrüstung? Die ist nämlich Stufe 3. Puh, die ist einfach gut. Einfach ein Leben mehr. Die nehmen. Ich hatte auch noch überhaupt keine Rüstung, von daher, das macht Sinn. Denke ich. Ah, und in solchen Kisten ist anscheinend auch immer Items. Genau, hier ist es so, ich verliere jetzt, wenn ich das nehme, weil Buddy, das ist ja Rüstung, da verliere ich nur das Leben von der Knochenrüstung. Die anderen Sachen, die hat es anscheinend auch gemacht. Ignite ist eigentlich nicht schlecht. Oder das. Ah ne, dann ist die Magierrobe doch ein bisschen besser. Nämlich die verliert zwar das Leben, aber ich kriege ein bisschen mehr Karten. Das ist ganz nett. Okay, ich habe nur einen Raum, das ist irgendwie doof. Ja, das ist auch so einer, den ich. Muss ich jetzt doch oben hin. Das Feuerelement macht Burn. Wir verlieren beide die ganze Zeit eine Wunde. Ah ne, das will ich nicht unbedingt. Dann gehe ich einfach mal dahin. Gut. Sollte aber klappen, wir haben so viel Leben. Mindstrike, da kann ich die Karte ziehen. Ist auch witzig, dass man an ihm immer sieht, was er auch tatsächlich anhat für Items. Also es ist. Das macht auch Sinn tatsächlich. Machen wir jetzt ein Eul, weil ich will ihn noch nicht so weit runterhauen, dass sein Furry schon triggert. Genau, jetzt will ich mal blocken. Um mich zu heilen. Und ihn anzugreifen parallel. Jetzt den Get Out of here, dann kriegt er jetzt 2 Schaden wieder. Wegen Spiky auch. Und dann müsste ich ihn jetzt runterhauen können mit einem Magierangriff 2. Oh. Magierangriff und wenn er erfolgreich heilt, er sich um 2. Zum Glück habe ich Smite und kann den Magierangriff blocken. Sehr gut. Ja, und jetzt werde ich wahrscheinlich eine Scale Mail. Wow. 2 Leben und ein Repel, also die ist wirklich nett. Eine Federkappe. Ziemlich auf Heilung. Und die Red Mail. Ja, man verliert schon ziemlich viele Karten unten. Ne? Aber 2 Leben, ich nehme die mal. Weil 2 Leben ist halt, ne. Auch 2 Leben. Okay, da komme ich leider immer noch nicht runter. Mit diesen Sachen. Aha, ist irgendwie doof. Das Feuerelement 8 Burn. Nehmen wir jede Runde einfach einen Schaden oder nochmal, ne, nochmal so ein Ding. Und einfach hoffen, dass ich jetzt nicht so runter so ein Verbindungsstück kriege, weil. Sonst müsste ich wieder hin und her, das ist ein bisschen nervig dann. Genau, das sind einfach 3 Wunden. Schlecht. So, die würde ich gerne blocken mit Get Out of Here. Danach hat er nur noch 2 Leben. Wegen Spiky. Und jetzt einfach finishen mit einem Fire Blast. Ja. Genau, so im Grunde ist das das Spiel. Ne? Also man macht immer diese Dungeon Runs. Man stirbt oft, aber dadurch sammelt man trotzdem. Ah, wenn ich das nehme, kriege ich 3 Gold.
Ganz ehrlich, mache ich 3 Gold, ist gut. Ah ja, jetzt habe ich das gefunden. Sehr gut, das kann ich da verbinden. Da ist noch ein Massive Gem. Dann kämpfe ich noch gegen das Feuerelement. Ja, komm, ich traue mich. So. Ich habe mehr Geld wieder. Ja, wir verlieren jede Runde jetzt einen Schaden. Aber das macht nichts. Wir haben deutlich mehr Leben als er und ich habe auch Sachen zum Heilen. Von daher sollte passen. Ja. Genau, ich habe auch Heil-Items recht viele. Das ist ja das noch, was dazu kommt. Komm, ich nehme erstmal das. Burn. Jetzt müsste ich ihn eigentlich besiegen mit dem. Genau, mit dem Blitzangriff. Genau, und dadurch, dass man jetzt die Runs schafft oder auch nicht schafft, kriegt man natürlich mehr Gold. Dadurch kann man sich Sachen kaufen, also neue Klassen, die halt besser sind. Also die späteren Klassen, es gibt ja. Den kann ich quasi jetzt auch nochmal aufwerten, den Bruiser, dass der noch besser wird, kann man sagen. Ich verliere sogar den, wenn ich das nehme. Ist natürlich doof. Da verliere ich auch einfach ein Leben. Ich glaube, ich nehme den Kopf, weil der Arcane Barrage ist ziemlich stark. So. Der sieht auch cool aus. Genau, den Gem habe ich nochmal eingesammelt. Genau, jetzt gehe ich dahin, dann habe ich danach die Mission geschafft. So. Genau, also die Klassen werden besser. Ich meine, die Gegner werden auch stärker tatsächlich, muss man auch sagen. Gut, das blocke ich jetzt. Was kann der Zombie eigentlich? Decay. Genau, wenn man 2 Schaden in einer Runde nimmt, dann kriegt man zusätzlichen Schaden. Und genau diese Verzauberung würde einem die Pflanze auch aufbringen. Also, die man genommen hat da unten, wo ich extra so jetzt drum gewandert bin quasi. Drain, da wird er sich heilen, das kann ich aber auch einfach nicht umgehen. Da mache ich jetzt einfach ihm 3 Schaden. Dann kriegt er nämlich einen zusätzlichen Schaden wegen Decay. Headbutt, das kann ich nur teilweise blocken, aber immerhin. Weil er hat 2 Schaden genommen, es müsste jetzt eigentlich die Decay triggern nachher. Also die Schadenssource ist egal. Einfach ein Schaden, dann ist er tot. Weil er sich selber auch einen Schaden schon macht. Gut. Genau, was nehmen wir? Einfach, habe ich irgendwas, was ich schon habe, was ich verkaufen kann? Ja, das wäre nämlich gut. Genau, und die Kiste nochmal. Sehr gut, jetzt habe ich 110 Gold bekommen, was extrem cool ist. Und die Battle Scar, das ist nämlich Punch Drunk. Okay, er ist also von direkt betrunken am Start vom Kampf. Okay, er startet mit Stupidity 1, also es ist eine scheiß Battle Scar. Also er startet schon mit einer Doofheitskarte. Ja. Also wie gesagt, diese Battle Scars sind nicht immer gut. Man kann sie auch im Optionsmenü ausstellen. Also ganz am Anfang vom Spiel gab es das auch gar nicht. Nur dann war halt so. Kam der Aufschrei aus der Community, ja, ist ja ganz cool, wenn man mit Dungeonieren schon öfter gekämpft hat. Die müssen dann ja auch eigentlich erfahren sein und so. Ja, sind sie jetzt auch, aber halt nicht unbedingt positiv, ne? Also da Game Battle Scars könnte man auch ausstellen. Weil wenn ich jetzt mit demselben nochmal kämpfe, ist es eher schwieriger. Weil er jetzt halt eine Doofheitskarte direkt am Anfang hat, ne? Na gut, jetzt habe ich 122 Gold. Jetzt könnte man Sachen expanden, ne? Also man sieht ja auch so eingeteilt in Kampf, Magie und Loot. Loot, da habe ich schon diese 3 Räume gekauft. Die machen einfach neuen Loot. Wenn ich jetzt zum Beispiel das hier kaufe, dann würden diese 4 Items neu auftauchen können. Denn man sieht auch direkt, was sie machen. Also Holy 2, Arcane, das sind dann diese Klassen, wo die Karten drin sind. Und weil ich das gekauft habe, kann ich jetzt auch schon die unteren. Ne? Die kosten 500, also extrem viel. Ne? Muss man schon ein bisschen mehr Runs machen. Aber in den späteren Missionen kriegt man auch mehr Gold. Die hier unten kosten zum Beispiel Tausende. Und hier zum Beispiel beim Steel Anvil würde ich Rare Items bekommen. Ne? Also die sind schon extrem gut. Also ne, Crust 2, Blade, Armor und so, also. Und was kann man hier zum Beispiel? Genau, hier habe ich ja jetzt diesen. Ah, genau, man muss einfach nur hier irgendwie 2 Sachen kaufen, dann kann man. Also, das kann ich jetzt alles kaufen. Ich kann auch schon den jetzt kaufen. Da schalte ich den Ranger frei. Genau, auf den kann ich klicken. Er startet mit dem Trade Ranged. Ja, jede physischen Angriffe sind bei ihm immer schnell. Und sie machen zusätzlich einen Schaden, wenn auf der Karte nochmal das Schnellsymbol ist. Also. Ne, der ist darauf spezialisiert, quasi vorm Feind einfach anzugreifen. Und der hat auch ziemlich coole Karten am Start. Als Startkarten. Und was gibt's hier? Den Barbar. Ne, was hat der? Der hat zum Beispiel ganz viele dieser Sachen, wo er sich selber schadet, aber halt extrem Schaden natürlich auch austeilt. Und er hat den Todeswunsch. Ah, genau. Also wenn er gegen Gegner kämpft, die über ihm im Level sind, dann hat er 2 Leben mehr. Das ist halt natürlich cool. Withstand. You gain Withstand for 2 Rounds. Ah, das heißt, man kann nicht unter ein Leben gehen. Also, ist so eine Art, wenn ich die Karte spiele, dann überlebe ich die nächsten 2 Runden. Egal, welchen Schaden ich nehme.
Also das ist halt die Barbarenklasse, das ist ganz interessant. Genau diese, was ich am Anfang jetzt genommen habe, diesen Trickster's Favor, dass ich nach den ersten zwei Kämpfen mehr Loot habe. Da gibt es auch andere, ne? Das sind diese ganzen Amulette zum Beispiel. Es gibt auch dieses hier, dass ich in den ersten zwei Kämpfen einfach einen physischen Schaden mehr mache. In den ersten zwei Kämpfen mache ich einfach immer einen physischen Schaden mehr. Oder das hier, ich habe ein Leben mehr in den ersten zwei Kämpfen. Oder sowas. Ich starte mit vier Karten anstatt drei in den ersten zwei Kämpfen. Also das sind so Boni, die am Anfang vom Kampf sind. Ich könnte das jetzt hier auch aufwerten, die Statue vom Trickster dann. Dann habe ich immer den Bonus. Also nicht nur in den ersten zwei Kämpfen, sondern ich habe den ganzen Run über zwei mehr Loot. Und das ist hier auch dasselbe. Also hier mache ich den ganzen Run über einen physischen Schaden mehr. Und die unterste Stufe wäre, dass ich plus einen Loot Choice habe und ich starte mit Level 1 Loot Choice. Das heißt, ich glaube, ich habe 5. Nee, das heißt, dass ich am Anfang vom Level sofort einmal Loot bekomme. Genau. Und was macht zum Beispiel diese Statue? Genau, Crush 1, und dann kriege ich noch eine neue Karte und sowas. Also das ist im Grunde das. Und das sind hier wieder Klassen im Magierbereich. Und hier hinten gibt es einfach nur Loot. Und hier unten gibt es halt dann Epic-Items, ne? Also den Cleaver, so ein Fleischermesser, so ein krasses Schwert, einen geflügelten Helm, also. Ja. Na gut, das war das Spiel auf jeden Fall. Sehr interessant, kann ich auch nur empfehlen. Ziemlicher Zeitfresser, also man kann da locker mal einfach ein paar Stunden spielen und denkt so, ja, komm, noch einen Run nach, komm, hier noch einmal eben das aufwerten und das aufwerten. Das ist schon ziemlich cool auf jeden Fall. Und wie ihr seht, wenn ich jetzt hier dann, jetzt könnte ich hier hin die zweite Quest machen. Und wenn ich die geschafft habe, dann ist das auch fertig, dann müsste ich das da auch. Und wenn ich das in allen dreien mache, dann kommen hier noch mehr Quests. Und es gibt dann auch mehrere Bereiche noch und sowas. Also, ja, sehr empfehlenswert. Also dann, macht's gut. Ciao.